Wir informieren Sie hier täglich zur Situation rund um die Corona-Krise in Österreich. Herzlich willkommen zu Ihrer Krone News Sondersendung am Montag, den 23. März. In Österreich sind derzeit mehr als 3.900 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Mehr als 100 mussten ins Krankenhaus. Insgesamt sind bisher 23 Todesfälle zu beklagen. Die meisten Fälle sind inzwischen in Oberösterreich bekannt. Es folgen Tirol und Niederösterreich. Positiv auf das Coronavirus getestet wurden also mehr als 3.900 Menschen. Das Institut für höhere Studien spricht aber von einer sehr hohen Dunkelziffer und von einer Gesamtzahl von insgesamt mehr als 50.000 Menschen. Wie diese Zahl errechnet wurde und was sie bedeutet, das habe ich mit Dr. Thomas Tschüpjanka besprochen. Besonders spannend an diesem Artikel ist ja, dass das IHS die Dunkelziffer der mit Corona Infizierten insgesamt bereits auf knapp 55.000 schätzt. Wie werden denn solche Dunkelziffern berechnet und warum ist diese Dunkelziffer gar so hoch? Ja, man muss immer daran denken, und das war auch der Ausgangspunkt von unserem Artikel, wie interpretiert man die Zahlen, die man so liest oder von offizieller Stelle registriert werden. Und hier ist das Problem, dass wir ja nur die registrierten, getesteten Fälle sehen. Und die haben einmal eine Verzögerung von ungefähr 9 bis 10 Tagen, weil die Leute haben eine Inkubationszeit. Dann entwickeln sie langsam Symptome, dann werden sie getestet, dann wird der Test gemacht, dann wird er ausgewertet und dann wird er registriert. Das heißt, diese offiziellen Zahlen geben uns immer nur einen Blick in die Vergangenheit über die Lage der Infektionen. Und deswegen haben wir das hochgerechnet auf das Datum 17.03. Und dann kommt aus der internationalen Literatur, also aus den Erfahrungen aus China, aus Italien, aus Südkorea und so weiter, eine Dunkelziffer dazu. Das heißt, man testet ja nicht alle, die zum Beispiel leichte Symptome haben, sondern man testet in Österreich zum Beispiel nur jemanden, der Symptome hat und Kontakt hat zum Beispiel zu einer Person oder aus einem Risikogebiet kommt. Und dadurch sehen natürlich auch viele Infektionsfälle nicht. Das heißt also, die 3.600, von denen wir jetzt sprechen, das war faktisch die Zahl von vor 9 Tagen ungefähr. Und inzwischen sind wir auf 55.000 Ihrer Schätzung nach. So, genau, also die Zahl, die wir sehen, das sind die, die getestet worden sind, deren Infektion aber schon 9 bis 10 Tage zurückliegt. Und wie wir sehen, steigt es ja natürlich an. Aber es geht auch weniger um die konkrete Zahl, die wir da nennen, sondern um das, was daraus folgt. Nämlich dadurch, dass es sozusagen wesentlich mehr Menschen gibt, die das Virus tragen, aber nur sehr leicht erkranken, ja, besteht eben nicht nur die Wahrscheinlichkeit von 3.000 Menschen, die ich in Österreich begegnen kann, die mich anstecken können, sondern viel mehr Menschen. Das heißt, die Maßnahmen, die die Bundesregierung gesetzt hat, sind sehr sinnvoll, weil es eben eine Dunkelziffer von Überträgern gibt, die wesentlich höher ist. Ja. Andererseits könnte man ja auch sagen, naja, wenn die Dunkelziffer eh so hoch ist, dann ist das Virus vielleicht gar nicht so gefährlich oder so tödlich, weil es ja ganz viele tragen, ohne es zu wissen. Oder ist da ein Fehler in der Logik? Nein, das stimmt schon. Also diese Ziffer soll nicht anders zur Panik machen, sondern das heißt, dass auch die entsprechenden Kennzahlen wie die Hospitalisierungsrate oder die Sterblichkeit niedriger sein dürften, als wir das in der Literatur jetzt momentan sehen, wo eben auch nur die Fälle registriert werden, aber nicht Dunkelziffer zur Berechnung herangezogen wird. Allerdings gibt es eben beim Coronavirus eine sehr, sehr starke Korrelation zwischen dem Alter und bestimmten Vorerkrankungen wie Bluthochdruck oder Diabetes und dem Krankheitsverlauf. Mhm. Wenn ohnehin bereits so viele Menschen infiziert sind, also wenn es stimmt, 55.000, laut Gesundheitsministerium haben wir aber erst 15 Patienten auf Intensivstationen. Warum machen wir uns dann solche Sorgen, dass das Gesundheitssystem überlastet werden könnte, wenn doch so wenige der tatsächlich infizierten Personen letzten Endes ein Intensivbett brauchen?
Naja, wir haben ja die Dinge rechtzeitig abgefangen wahrscheinlich. Wir hatten ja schon Mitte letzter Woche die vorletzter Woche die Schulschließungen und Universitätsschließungen. Dann kamen eben die Verkehrsbeschränkungen dazu, auch die Quarantäne in Tirol. Das heißt, man hat da ja viele Maßnahmen gesetzt, damit es nicht so schlimm wird, wie es aber in vielen anderen Ländern mittlerweile der Fall ist. In Italien, aber mittlerweile auch in Spanien, in Frankreich ist sozusagen die Infiziertenrate sozusagen davongelaufen und es wurden sehr viele ältere Menschen auch infiziert, die dann eine Intensivstation auch benötigen. Mhm. Sie haben auch die Theorie aufgestellt, dass dadurch, dass eben vor allem Menschen mit schwereren Symptomen getestet werden und die eben vor allem älter sind, dass sich sozusagen das Altersprofil hin verschiebt zu den Älteren bei den Testergebnissen. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach das tatsächliche Altersprofil aus? Kann man da was sagen dazu? Naja, man geht auch in der Literatur eigentlich international davon aus, dass viel mehr Jüngere auch das Virus tragen, also dass einfach nicht so schwerwiegend ist, also dass die einen Husten entwickeln und das Virus ausscheiden. Dadurch auch eben die Empfehlung, dass eben die Kinder nicht von den Omas und Opas betreut werden sollen, weil die sich dann anstecken, aber viel schwerer erkranken als die Kinder. Und somit wird sozusagen eine relativ breite Durchseuchung der Gesellschaft früher oder später passieren. Und da müssen wir eben schauen, dass vor allem die Älteren hier nicht betroffen werden, bis wir sie dann auch entsprechend schützen können, zum Beispiel durch einen Impfstoff. Mhm. Auffällig ist derzeit bei den Daten vom Gesundheitsministerium auch, dass es mehr Männer erwischen zu scheint als Frauen. Stellt das die Realität dar? Ist das ein relevanter Unterschied oder lassen sich Männer eher testen oder warum ist das so? Nein, das sieht man international. Also in vielen Ländern ist es so, dass Männer stärker betroffen sind als Frauen. Das hat wahrscheinlich unter anderem auch damit zu tun, dass Rauchen ein wichtiger Faktor ist, der einen verlässlicher macht gegenüber dem Virus. Und wir haben ja sogar in der Generation, die jetzt vor allem sehr stark betroffen ist, in Italien zum Beispiel oder in China, gibt es mehr männliche als weibliche Raucher. Und die sind dann schon stärker betroffen. Das ist also der Erklärungsansatz. Es gibt ja bei jeder Virusinfektion einen Punkt, an dem die Herdenimmunität erreicht ist. Das heißt, dass so viele Menschen in einer Bevölkerung bereits infiziert oder immun sind, dass der Virus sozusagen immer wieder an immune Menschen gerät und sich so nicht mehr wirklich weiter verbreiten kann. Die liegt beim Coronavirus ungefähr nach Schätzungen bei 60%. Wenn jetzt diese Dunkelziffer bereits so hoch ist, ist das doch eigentlich auch positiv, denn damit sind wir ja vielleicht schon näher an einer Herdenimmunität dran, als wir glauben, oder? Genau deswegen sagen wir, dass es eminent wichtig wäre, durch Tests festzustellen, wie hoch diese Dunkelziffer tatsächlich ist. Also nicht nur den Kranken zu testen, sondern auch eine Stichprobe aus der Bevölkerung zu nehmen und zu schauen, wie weit das Virus tatsächlich verbreitet, weil das natürlich auch einen massiven Einfluss darauf hat, welche Maßnahmen ich von Politikseite aus treffen muss. Nämlich wie weit bin ich zum Beispiel von der Herdenimmunität entfernt? Wie viele Menschen können sich überhaupt noch anstecken? Wenn wir zum Beispiel jetzt die Verkehrsbeschränkungen aufheben, ja, wie sehr ist das noch ein Problem, wenn sozusagen schon ein größerer Teil der Bevölkerung auch immun ist zum Beispiel? Das scheitert im Moment ein bisschen an der technischen Machbarkeit der Tests. Es scheitert natürlich daran, dass es bei den Tests Engpässe gibt. Es scheitert allerdings auch daran, muss man sagen, dass die Tests ja immer nur maximal 1 bis 2 Tage vor Auftreten der Symptome funktionieren. So ist es. Also die momentan verwendete Testtechnologie ist zwar sehr zuverlässig, um aktuell Infizierte zu identifizieren, aber sie kann nicht verwendet werden, um einmal schon Personen zu identifizieren. Das heißt, nur wenn ich das Virus trage und ausscheide, dann ist dieser Test positiv. Habe ich die Krankheit schon einmal durchgemacht, dann ist er negativ. Weiß man denn ganz bestimmt, dass Menschen, die das Virus bereits ausgeschieden haben, dass die immun sind? Man ist sich ziemlich sicher, dass es eine Immunität gibt. Man weiß allerdings noch nicht, wie lange die hält.
Eine letzte Frage hätte ich noch. Sie haben sich ja intensiv damit beschäftigt, intensiv hier Berechnungen und Modellierungen angestellt. Was ist denn Ihre Einschätzung, wie lange das alles hier noch dauert? Das wird auch sehr stark davon abhängen, wie die Maßnahmen in Österreich wirken. Das werden wir sozusagen vor allem Mitte, Ende dieser Woche sehen. Und auch, wie die Maßnahmen international wirken, weil wir ja sozusagen gerade in Europa ja auch von anderen Ländern abhängig sind und die Normalisierung ja auch davon abhängig ist, wie gut die anderen europäischen Länder damit zurechtkommen. Ich würde davon ausgehen, dadurch, dass eine Impfung ja eher erst in einem Jahr ungefähr zur Verfügung steht, dass diese Maßnahmen, die wir jetzt, also diese schwerwiegenden Maßnahmen, die wir jetzt haben, eben bis Ostern oder vielleicht auch etwas danach notwendig sein werden und dass man dann diese Maßnahmen etwas reduzieren kann, je nach Erfolg der gesetzten Maßnahmen. Vielen Dank, Herr Cipianka. Dass möglichst breites Testen der Schlüssel zur Eindämmung des Coronavirus ist, wissen wir aus Südkorea und seit kurzem auch aus Island, das seine Testkapazitäten sehr rasch hochfahren konnte und jetzt weltweit bei weitem die meisten Einwohner pro Million getestet hat. Wir haben immerhin bereits mehr als 23.000 Personen getestet und liegen damit international im guten Mittelfeld. Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat angekündigt, bei den Testungen in den nächsten 2 bis 3 Wochen massiv zulegen zu wollen. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat Montag früh sogar flächendeckende Tests gefordert, um Infizierte rascher identifizieren und isolieren zu können. Dem hat Gesundheitsminister Anschober aber eine Absage erteilt. Das werde vom Fachbeirat als nicht sinnvoll bewertet und sei aufgrund der Ressourcen nicht umsetzbar, so Anschober. Mittelfristig will er zusehen, dass Österreich in Zukunft bei strategisch wichtigen Produkten wieder mehr Eigenproduktion und Unabhängigkeit erreicht. Denn derzeit lässt Österreich alle medizinischen Produkte im Ausland herstellen, was zu Engpässen bei der Lieferung führen kann. Inzwischen arbeiten Forscherinnen mit Hochdruck daran, das Testverfahren einfacher und zugänglicher zu machen. Eine deutsche Virologin erwartet sich noch im März einfachere und schnellere Tests. Sandra Ziesek hofft, dass noch im März oder im April Tests auf den Markt kommen, die nicht so anspruchsvolle Laborarbeit erfordern. Inzwischen würden zum Beispiel Systeme getestet, mit denen man in 90 Minuten ein Testergebnis bekommt. In den USA wurde bereits ein neuer Schnelltest zugelassen. Dem Hersteller Cepheid zufolge soll der innerhalb von 45 Minuten eine Infektion nachweisen können und ab kommender Woche lieferbar sein. Erstmals in der Zweiten Republik findet eine Aufbietung der Milizsoldaten des österreichischen Bundesheeres statt. Das hat Verteidigungsministerin Claudia Tanner am Montag angekündigt. Insgesamt 3.000 Männer und Frauen werden einberufen. Sie bekommen bis 10. April ihren Einberufungsbefehl, erhalten dann eine 2-wöchige Auffrischungsausbildung und sollen ab Mai jene Grundwehrdiener ablösen, deren Dienst wegen der Corona-Krise verlängert wurde. Am Samstag hat das Land Tirol erstmals offiziell über Infizierte im Zillertal informiert. Einheimische sagen aber, es seien seit Wochen Fälle vor Ort bekannt. Es habe nur bis dahin niemand etwas dagegen unternommen. Jetzt wird recherchiert. Wurde hier etwas vertuscht? Haben die Behörden zu spät reagiert? Und vor allem, was wusste der Nationalratsabgeordnete und Hotelier Franz Hörl von der ÖVP? Die vollständige Chronologie und alle offenen Fragen zu dem Fall finden Sie auf krone.at. Der Ramsauer Bürgermeister inzwischen fordert eine Quarantäneverordnung für seine Gemeinde. Grund sind 3 neue Corona-Fälle am Fuße des Dachsteins. Familienmitglieder der positiv Getesteten sollen dieselben Symptome haben, aber noch nicht getestet worden sein. Der Gemeindearzt betont außerdem, dass die Dunkelziffer in der Region wohl weit höher sei als bisher angenommen. Deshalb richtet sich Bürgermeister Ernst Fischbacher mit einem Schreiben an die Landesspitze, in dem er um eine Verordnung für die Quarantäne bittet. IKEA Österreich hat am Montag 50.000 chirurgische Schutzmasken gespendet. 20.000 gingen an die Salzburger Landeskliniken, 30.000 Stück an die Wiener Ärztekammer für die niedergelassenen Ärzte. Die Masken stammen aus den Beständen, die während der Vorbereitung auf die Vogelgrippe vor mehr als 10 Jahren beschafft worden waren. Die Austrian Airlines verlängert ihre Flugpause um 3 Wochen. Bis 19. April bleiben alle Maschinen am Boden.
Alle rund 7000 Mitarbeiter sind bis 19. April in Kurzarbeit geschickt worden. Die hatte die Auer ja bereits am 6. März angemeldet. Bisher war der Flugstopp lediglich bis 28. März geplant gewesen. Rückholflüge für im Ausland gestrandete Österreicher werden aber weiterhin stattfinden. Passagiere, die bis 19. April einen gebuchten Flug haben, werden im Rahmen der Möglichkeiten auf andere Fluglinien umgebucht. Darüber hinaus gibt es für Kunden die Möglichkeit, bereits gebuchte Flüge kostenlos umzubuchen oder Tickets ruhen zu stellen. Wir werfen einen kurzen Blick ins Ausland. Österreichs Parteien haben Kritik an der in Ungarn geplanten Notfallgesetzgebung geübt. Die eingebrachte Vorlage sieht in einer Gefahrensituation das Regieren per Dekret auf unbestimmte Zeit vor. Es handelt sich hierbei um eine Entmachtung des Parlaments, kritisieren NEOS und Grüne, bei der die Europäische Union auf keinen Fall bloß zusehen dürfe. Der Unternehmer Harald Trautsch hat eine App entwickelt, die ihm Zugang zu Mobilitätsdaten im Individualverkehr gibt. Das heißt, er weiß, wann, wie oft und wie lange die Menschen im Auto sitzen. In Italien haben die Mobilitätsdaten gezeigt, dass Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen funktionieren. Aber gilt das auch für Österreich? Das habe ich mit Herrn Trautsch besprochen. Herr Trautsch, wir hatten letzte Woche gesprochen über Mobilitätsdaten aus Italien, die dort zeigen, dass Lockdowns und ähnliche Maßnahmen tatsächlich greifen. Jetzt haben Sie Daten aus Österreich. Wie sieht es bei uns aus? Also es ist ganz interessant, was seit den Interventionen durch die Bundesregierung passiert ist. Das erste Finding von unserer Seite ist einmal, dass viele Menschen generell zu Hause bleiben. Also die Zahl der Autofahrer war letzte Woche um ein Drittel niedriger als an durchschnittlichen Werktagen vor Corona. Und am Wochenende hat sich im Vergleich zu anderen Wochenenden die Zahl der Autofahrer, also da geht es jetzt um die Anzahl der Menschen, die gefahren sind, sogar halbiert. Gibt es denn, abgesehen von den individuellen Autofahrern, kann man etwas sagen darüber, wer die Menschen sind, die jetzt noch auf der Straße sind und welche Wege sie machen? Sind das vor allem lange Fahrten, kurze Fahrten? Sind das Arbeitswege? Wie sieht denn die Mobilität aus, die noch übrig bleibt sozusagen? Ja, das ist genau die richtigen Fragen sind das. Wir reduzieren nämlich unsere gesamte Fahrzeit. Also wir haben zuerst darüber geredet, wie viele Leute noch auf der Straße sind. Und jetzt reden wir mal von dem Verhalten von denen, die noch auf der Straße sind. Und zwar ist es so, wir waren letzte Woche an Werktagen sogar um 60% weniger Zeit auf der Straße als üblich. Und am Wochenende war es sogar -70% im Vergleich zu den vorangegangenen Wochenenden. Und das Interessante ist auch, dass wir vor allem die langen Strecken reduzieren. Also es gibt natürlich Personen, die jetzt nicht zu Hause bleiben oder zu Hause bleiben können. Diese Personen schränken ihre Mobilität aber trotzdem ein. Im Schnitt waren sie 40% weniger Zeit auf der Straße als an normalen Tagen. Also das ist schon ziemlich gewaltig. Und wir vermeiden vor allem die Fahrten zum Arbeitsplatz. Also quasi diese Schließung von Lokalen und Geschäften hat dazu geführt, dass die Zahl der Autofahrer, die letzte Woche nicht mit dem Auto zur Arbeit gefahren sind, die hat sich verdoppelt. Ja, also die quasi nicht zur Arbeit fahren. Das heißt, an einem durchschnittlichen Werktag vor Corona sind ungefähr zwei Drittel der Personen, die einen Arbeitsplatz haben oder hatten, mit dem Auto zur Arbeit gefahren. Und vergangene Woche waren es mittlerweile um ein Drittel weniger. Also am Freitag waren es schon 27%. Das heißt, die Leute steigen offensichtlich auf Homeoffice um, da wo es geht, das scheint zu funktionieren. Jetzt wird am Wochenende 52% weniger gefahren, aber immer noch. Warum ist die Mobilität am Wochenende dennoch so hoch? Eigentlich gäbe es ja da keinen Grund. Naja, also die Leute fahren natürlich nach wie vor zum Beispiel zum Einkaufen. Es sind auch Naherholungsgebiete angefahren worden. Könnte man jetzt rückschließen, dass jetzt am Wochenende in Wien relativ viele Parks geschlossen waren, was dann, glaube ich, auch wieder revidiert wurde. Aber es gibt trotzdem einen großen Anteil von quasi Freiflächen, die nicht zugänglich waren, wie zum Beispiel der Augarten oder wie zum Beispiel Schönbrunn. Und die Bundesregierung hat in ihren Aussagen eindeutig gesagt, also
Wir sollen natürlich zu Hause bleiben, so weit wie möglich, aber Bewegung ist gut. Wir sollen uns bewegen und zwar in kleinen Gruppen und wenn wir aneinander vorbeigehen, dann mit Abstand. Aber dazu braucht man natürlich auch Platz und wenn die Grünflächen nicht verfügbar sind in Wien, dann weicht man halt aus. Sinn und Zweck der ganzen Übung ist natürlich letzten Endes, dass Krankenhausbetten frei bleiben. Wie sieht es denn mit der Unfallstatistik aus, wenn die Menschen jetzt so viel weniger fahren? Na, dazu ist die Zeitspanne noch ein bisschen kurz, um das zu sagen, aber man kann grundsätzlich einmal sagen, wenn weniger Exposure to Risk besteht, also wenn die Leute weniger Risiko eingehen und das tun sie, wenn sie weniger mit dem Auto fahren, dann ist natürlich das Risiko allgemein auch niedriger. Jetzt kann man natürlich argumentieren, dass Kurzfahrten haben ein höheres Risiko als längere Autofahrten, aber insgesamt, also bei diesen drastischen Reduktionen in der Fahrzeit und auch Reduktion der Leute, die gar nicht mehr mit dem Auto fahren, ist also mit einem drastischen Rückgang der Verkehrsunfälle zu rechnen. Das klingt eigentlich im Großen und Ganzen sehr positiv. Wie sieht es denn, ich möchte noch mal kurz nach Italien rüberblicken. Da wird ja jetzt angedacht, immer wieder mal die Maßnahmen noch zu verschärfen und das Hinausgehen für nicht essentielle Zwecke völlig zu verbieten. Wie tut sich denn Italien derzeit? Ist die Mobilität auf demselben Stand wie letzte Woche oder verzeichnet man da immer noch eine Abnahme? Nein, also das ist relativ gleich geblieben. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass die Unternehmensdemografie gerade in den betroffenen Gebieten, also in der Emilia-Romagna und in der Lombardei, ganz anders ist es bei uns. Es gibt aufgrund steuerlicher Gegebenheiten viele Unternehmen, die nicht mehr als 15 Mitarbeiter einstellen, dann aber mehrere kleinere Firmen haben, die dann doch in Gruppen von, keine Ahnung, 50, 70, 100 Leuten gemeinsam arbeiten. Und da gibt es halt immer noch diesen starken unternehmerischen Druck, die Leute trotzdem in die Arbeit zu holen. Also wir sehen gerade in diesen Gebieten trotzdem einen relativen Zuzug, dass die Leute in den Industrieunternehmen trotzdem arbeiten. Lässt sich in Österreich eigentlich etwas Ähnliches sagen? Gibt es da Unterschiede nach Bundesländern? Verhalten sich die Wiener anders als die Nicht-Wiener zum Beispiel? Also wir haben jetzt einmal die Daten über das gesamte Bundesgebiet gelegt. Was man natürlich sieht, dass speziell in den Tirol Gemeinden, wo jetzt tatsächlich Quarantänen verhängt wurden und auch Abriegelungen passiert sind. Also da hat sich die Mobilität ganz, ganz stark beschränkt beziehungsweise auf Ultrakurzfahrten reduziert. Ansonsten ist die Veränderung jetzt nicht ganz so dramatisch oder unterschiedlich zwischen den Bundesländern, weil das grundsätzliche Fahrverhalten gleich geblieben ist. Also jemand, der bis dato den Supermarkt um die Ecke hatte, hat nach wie vor den Supermarkt um die Ecke und jemand, der zum Supermarkt 5 Minuten fahren müsste oder 5 Kilometer, hat den trotzdem noch. Also da sagen wir mal, zueinander hat sich das nicht so drastisch verändert. Mhm. Letzte Frage hätte ich noch und zwar, Sie machen diese Analysen ja auf Hand von anonymisierten, aber doch persönlichen Daten. Jetzt gab es ja diese große Kontroverse rund um A1, die dem Krisenstab der Bundesregierung zur Verfügung stellen möchten, anonymisierte Daten darüber, wo sich Menschen befinden, anhand der Handydaten sozusagen, damit die Bundesregierung bzw. der Krisenstab eine Idee davon hat, ob ihre Maßnahmen wirken oder nicht. Wie sehen Sie denn diese Kontroverse? Meinen Sie, da ist die Kritik überzogen? Oder halten Sie das für gerechtfertigt, dass man sagt, das ist ein zu großer Eingriff? Also ich glaube, das ist einmal grundsätzlich ein psychologischer Aspekt und auch ein kommunikativer Aspekt. Man kann einmal grundsätzlich von Fakten sprechen. Faktum ist, wenn ich heute telefoniere, dann muss der Provider wissen, wo ich mich befinde, weil sonst kann ich mich mit keiner Zelle verbinden und sonst habe ich keine Verbindung ins Telefonnetz. Und diese Informationen sind auch wichtig, damit der Betreiber quasi dieses Telefonat abrechnen kann. Ja, genauso ist es, wenn ich im Internet bin oder Nachrichten verschicke. Das heißt, diese Information ist sowieso da. Ja, und zwar systemimmanent. Das heißt, das bedeutet, der Provider braucht die Information, weil sonst kann er nicht arbeiten. So, jetzt sehe ich grundsätzlich nichts Verwerfliches dagegen, wenn man diese sowieso vorhandenen Daten in einer vollkommen anonymen Form, weil man sagt ja nicht, dass der Herr Huber jetzt von zu Hause zum Biller gegangen ist, sondern man sagt, dass die grundsätzlichen Ströme sich verändert haben. Also es werden ja nicht mehr Daten als vorher gesammelt und auch die Daten, die vorher bereits gespeichert wurden, sind systemimmanent notwendige Daten, die der Provider ganz einfach für die Erbringung seiner Dienstleistung braucht.
Eine Analogie dazu ist, wenn ich heute, wir in unseren Systemen haben zum Beispiel eine automatische Unfallmeldung. Und da ist es systemimmanent, dass ich den Rettungskräften dann sagen muss, wo sich das verunfallte Fahrzeug befindet, weil sonst das Service überhaupt keinen Sinn hatte. Also ich halte das, ich glaube, dass es verständlich ist, dass sich einige Menschen Sorgen machen. Ich glaube aber, dass es ein kommunikativer Aspekt ist, den Menschen zu erklären, dass hier keine Bedenken aus der datenschutzrechtlichen Perspektive notwendig sind, weil es ist jetzt nicht schlimmer als vorher. Im Gegenteil, diese Maßnahmen helfen, um der Bundesregierung eben die Verifizierung ihrer Maßnahmeneffektivität zu zeigen. Ja, es ist durchaus nützlich, wie man auch an Ihren Analysen sieht, dass man da tatsächlich sehr genau bestimmen kann, was und ob etwas passiert. Vielen Dank, Herr Trautsch. Sehr gerne. Das waren die wichtigsten Meldungen für den 23. März. Wir halten Sie hier und auf krone.at selbstverständlich am Laufenden. Bitte bleiben Sie weiterhin zu Hause und gesund. Ich freue mich, dass Sie zusehen.